Letzte Vorbereitungen für den Flug durch die Nacht. Mit dem Jumbo 14 Stunden nonstop über den Atlantik. Von Frankfurt nach Buenos Aires und zurück. Über den Wolken. Ein Flugmarathon für die gesamte Crew. Faszinierende Ansichten. Im Cockpit alles im Blick. Und die Nacht wird zum Tag. Zwei Stunden vor Abflug. Ricarda Tammerle bereitet den Flug vor. Mit ihr an Bord Kapitän Sergio De Vito und First Officer Sebastian Buchberger. Fast 14 Stunden Flug liegen vor ihnen, bis Buenos Aires erreicht wird. Einfach einsteigen und losfliegen geht nicht. Die Strecke wird geplant, das Wetter gecheckt. Hier haben wir zum Beispiel eine Wetterkarte. Hier eingezeichnet ist die Strecke über die Kanarischen Inseln. Also schön wäre es jetzt nicht, wenn das Wetter sehr, sehr schlecht wäre in Buenos Aires und wir vom Gewicht her nicht sehr viel extra an Kraftstoff mitnehmen könnten. Das wäre jetzt nicht so gut, aber wir haben jetzt Glück, das Wetter ist in Ordnung und wir können auch jetzt ein bisschen extra zusätzlichen Kraftstoff mitnehmen. Gutes Wetter, gute Laune. Während die drei Piloten den Flug planen, besprechen die Flugbegleiter die Abläufe an Bord. Sicherheit, Speisen, Service. Die Crew kennt sich nicht. Jeder Flug beginnt mit neuen Kollegen. So soll auf den langen Flügen Routine vermieden werden. Jeder Flug ist anders. Ihr Arbeitsgerät, eine Boeing 747, der Jumbo, beherbergt bis zu 362 Menschen. Noch eine Stunde bis zum Start. Ricarda Tammerle checkt den Flieger von außen. Hier muss alles stimmen. Keine Delle, kein Kratzer, keine Flüssigkeiten, die hier nicht hingehören. Die Kontrolle mit bloßem Auge ist unverzichtbar. Auch wenn der Flieger ein alter Bekannter ist. Also genau dieses Flugzeug bin ich zufälligerweise, das ist wirklich ein Zufall, vorgestern aus Dubai gelandet hier. Ansonsten bin ich mit der Maschine bestimmt auch schon vielleicht 15, 20 Mal geflogen. Routine darf nicht aufkommen, denn wenn während des Fluges etwas nicht stimmt, einfach rechts ranfahren geht nicht. Und bei einem so langen Flug von Frankfurt nach Buenos Aires ist selbst eine Landung nicht immer möglich. Fast 6 Stunden wird der Jumbo über den Atlantik fliegen, ohne Möglichkeit, einen nahen Flughafen anzusteuern. Doch die Faszination für ihren Flieger ist für Ricarda Tammerle auch nach 17 Berufsjahren ungebrochen. Also jeder Pilot sagt immer, dass genau das Flugzeug, was man selber fliegt, das Allerschönste ist. Also ich finde es ganz klar, es ist der Jumbo, die 747. Lange Nächte nimmt man dafür in Kauf. Ich bin heute Morgen um 7:45 aufgewacht, konnte mich aber heute Mittag noch mal eine Stunde hinlegen. Das ist ganz gut für so einen Flug, wenn man dann gut schlafen kann. Weil sonst wird es sehr lange heute Nacht. Mit einer Flugzeit von 13 Stunden 19 ist es wichtig, dass man ausgeruht zum Flug kommt. Doch jetzt, 30 Minuten vor dem Abflug, zählt volle Konzentration. Keine Zeit für Müdigkeit. Ricarda Tammerle wird den Start durchführen. Die Steuerflächen wie das Höhenruder werden getestet. Alles bewegt sich frei. Flug LH510 ist ready for takeoff. Bevor das Nachtflugverbot in Frankfurt um 23 Uhr greift, wollen alle noch abheben. Stau auf dem Taxiway. Lufthansa 510-121-5, gute Nacht. Planmäßig hebt der Jumbo um 22.10 Uhr ab, während über Frankfurt die Nacht anbricht. On runway 18. Über 13 Stunden wird die Maschine in der Luft sein, gesteuert von Ricarda Tammerle im Wechsel mit ihren Kollegen. Direkt nach dem Start gibt's die erste Pause, Rotation im Cockpit. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht und es wird jetzt nichts Besonderes erwartet. Das heißt, jetzt geht als erstes der Kapitän in die Pause und ich nehme jetzt gleich vorne links Platz. Das Ganze jetzt für 2 Stunden und dann rotieren wir das zweite Mal schon wieder durch. Nur kurze Pausen. Mehr als ein Nickerchen ist da nicht drin. Der Kapitän Sergio De Vito geht in die Koje, Ricarda Tammerle übernimmt das Cockpit. Die Nacht zum Tage machen. Trainingssache.
Ich konnte mir das am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, dass wir jetzt gerade Buenos Aires mit 13 Stunden 20 so lang durch die Nacht fliegen. Aber das ist eine reine mentale Sache, die eigentlich nur von der inneren Einstellung eigentlich ist. Also das ist jetzt vollkommen in Ordnung. Natürlich gibt es irgendwann Momente, wo man dann vielleicht mal ein bisschen müde ist, aber ich fühle mich jetzt sehr fit und ich denke mal, jeder geht da so mit seiner eigenen Einstellung ran. Während des Nachtflugs werden fortlaufend sämtliche Szenarien durchgegangen, Ausweichflughäfen gecheckt, das Wetter überprüft. Also jetzt gerade auf der Strecke nach Buenos Aires geht es sehr, sehr lang über Wasser. Und zwar hier kann man das sehr gut sehen. Wir fliegen hier noch über die Kanarischen Inseln drüber, dann an Dakar vorbei und dann haben wir dieses Stück hier nur über dem Atlantik. Das heißt, es ist schon eine relativ lange Strecke. Wir hätten dann einen Flughafen, wenn was wäre, hier Dakar zum Beispiel. Und dann erst hier wieder in Südamerika, Recife. Das kann sehr, sehr gut sein. Wenn jetzt hier diese hohen Wolken sind, dann kann es da auch wackeln. Momentan sieht es aber so aus, als müssten wir das nicht erwarten. Aber man weiß es natürlich nie. Das Wetter hält sich auch nicht immer an genau die Karte, die jetzt wir hier von unseren Meteorologen bekommen haben. Das muss man dann sehen. Noch 12 Stunden in der Luft, doch schon ein Ziel vor Augen. Ich freue mich eigentlich auf Buenos Aires. Fleisch essen. Währenddessen freuen sich die Passagiere auch auf das Essen. Noch kein argentinisches Steak, aber Flugzeugkost für viele der Beginn des Urlaubs. Faszinierend wie Tomatensaft. Akkordarbeit. 352 Essen zubereitet und verteilt. Zeitgleich. Und Geburtstage gehen 10.000 Meter über der Erde bei Purser Tony auch nicht unter. Ist der Ono? It's your birthday today, isn't it? Is it your birthday today? Wish you all the best for the company. Thank you. And enjoy. But like this, yeah? Okay. Best wishes. Der Non-Stop-Flug durch die Nacht. Auch für die Kabinenbesatzung eine Herausforderung. Und jeder hat sein eigenes Rezept gegen die Müdigkeit. Also ich muss am Anfang gut schlafen. Und mir hilft halt Sport sehr viel dabei. Ich mache halt sehr viel Bewegung an der frischen Luft, auch vor Ort. Später dann im Seehofer bin ich immer sehr aktiv. Und das tut mir immer sehr gut. Gerade jetzt um die Uhrzeit, wenn die erste Pause beginnt, ist ja nach unserer Zeit schon 2 Uhr morgens. Und dann ist man eigentlich schon in der Lage zu schlafen. 2 Stunden geschlafen. Kapitän Sergio De Witt ist wieder aus der Pause zurück im Cockpit. Ja, die Pause war wie immer zu kurz. Aber ich konnte hervorragend schlafen und das verkürzt so den Flug ein bisschen. Der dritte Mann über den Wolken, Sebastian Buchberger, darf nun schlummern bei 950 Stundenkilometern in 10.000 Meter Höhe. 4 Stunden Flug sind geschafft, das Mittelmeer erreicht. Auch wenn der Flug ruhig scheint, hellwach und im Notfall gewappnet, Ricarda Tammerle. Wir haben jetzt nochmal besprochen, wie die Wetter sind auf den Flughäfen in Saal, Gran Canaria und Dakar. Das machen wir immer auf einer Strecke, dass wir einfach sehen, wo ist das Wetter gut am Flughafen? Wo könnte man im Notfall jederzeit landen? Doch auch Sebastian Buchbergers Pause ist gleich vorbei. Jetzt geht's los bei ihm. Wahrscheinlich aus dem Tiefschlaf geweckt, der Arme. Das ist dann auch erstmal so eine kleine Qual. Wir können uns das mal aussuchen, wie wir uns hier wecken lassen wollen. 10 Minuten vorher, Viertelstunde vorher. Und ich möchte lieber länger schlafen. Das heißt, ich habe dann 10 Minuten ab dem Moment, wo sie mich wecken, bis ich hier vorne wieder bereitstehen muss. Aber das ist es mir wert. Es ist jetzt in Deutschland 2:20. Das heißt, es ist eine gute Zeit, um jetzt ins Bettchen zu gehen. Ich freue mich sehr, ja. Über dem Atlantik endlich Pause für Ricarda Tammerle. Das einen freut, das anderen leid. So. Und gut geschlafen? Selten so gut geschlafen. Ja, aber zu kurz wahrscheinlich, oder? Ich hätte jetzt auch noch 2 Stunden schlafen. Glaube ich. Aber nachher. Nachher. Du darfst ja noch mal. Das Schlafgemach der Piloten befindet sich direkt hinterm Cockpit. Das Bett, eine Liege, vom Vorgänger vorgewärmt. Die Pritsche wird selbst gemacht. Weit entfernt vom Luxus über den Wolken in der ersten Klasse. Nur 2 Schritte weiter. Aber jetzt freue ich mich erstmal, weil 4 Stunden ist eine lange Zeit. Bis gut zum Schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss, bis später. Nachts um 3:30. Alles ruht im Flieger, nur ganz vorne wird gewacht.
Die Kollegen im Cockpit erreichen inzwischen Festland. Brasilien, Recife. Und die Pause? Schneller vorbei, als einem lieb sein kann. Gut geschlafen und jetzt fit für Buenos Aires. Gut, ja. Wobei das jetzt auch noch 4 Stunden dauert. Also die muss jetzt wach bleiben, ne? Ja, 4 Stunden. Genau. Dass ich jetzt meine Pause hatte, ich bin jetzt durch. Ich kann auch jetzt bis zur Landung wach sein. Konntest du denn gut schlafen oder hast du was mitbekommen? Ja, ich habe schon gut geschlafen, wobei ab und zu noch ein bisschen gewackelt hatte. Und da war ich dann wach. Auch nach 9 Stunden im Jumbo muss im Cockpit höchste Aufmerksamkeit herrschen. Laufen die Triebwerke rund? Gibt es Verkehr in der Luft? Und wie immer, hält das Wetter? Die Aussichten für einen baldigen Feierabend sind gut. Kaum sind 11 Stunden 20 vorbei, geht die Sonne jetzt auf. Entschädigt das dann doch für die Strapazen des Nachtfluges? Generell ja, aber es tut immer so ein bisschen weh in den Augen. Wenn man jetzt so lange durch die Nacht geflogen ist, dann werden die Augen einfach empfindlicher. Und das ist so ein bisschen, nicht schmerzhaft, aber es ist, man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass die Sonne kommt. Aber da gibt es doch typisch Pilotensonnen. Ja, klar, die habe ich auch dabei. Sieht sich auch gleich auf wahrscheinlich. Aber sieht jetzt ganz schön aus, finde ich. Die Farben sind immer wunderschön, so blau, grün. Wenn die Sonne aufgeht, ist es schon schön. Entschädigt, ja. Lohn für die Strapazen der Nacht, der Sonne und dem Feierabend entgegenfliegen. Buenos Aires ist zum Greifen nah. Doch wird erstmal links liegen gelassen. Schlechtes Wetter über dem Flughafen und zu viel Verkehr verzögern den Feierabend. Sogar Montevideo ist als Ausweichflughafen im Gespräch. Warteschleife statt Landebahn. Nach einem Unwetter über Buenos Aires ist der Himmel voller Flieger, die auf besseres Wetter gewartet haben und nun vorher landen dürfen. Endlich der Flughafen in Sichtweite. Und um 8 Uhr morgens in Argentinien die Landefreigabe. Geht los, geht runter. Ja. Tschüss. Wir verlassen gerade die Reiseflughöhe. Und jetzt geht's in den Descent. Buenos Aires. Das Wetter ist wieder ruhig. Der Descent, der Sinkflug, beginnt. Approaching minimums. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Der längste Non-Stop-Flug von Deutschland ist in Buenos Aires gelandet. Ein letzter Stopp auf dem Rollfeld. Wir müssen hier noch einen Moment warten. Vielleicht ist unsere Parkposition noch nicht frei, das weiß ich nicht. Aber wir sollen hier erstmal warten. Endlich ein freier Parkplatz für den Riesenflieger. Also jetzt steigen gerade noch die Gäste aus. Dann wird noch die Abschlusscheckliste gelesen und dann geht's ins Hotel. Dann freuen wir uns jetzt sehr drüber. Jetzt hat die Crew 48 Stunden frei, bis es wieder zurückgeht. Am ersten Tag sieht die Crew vor allem eins von Buenos Aires, das Hotelbett. Am Abend trifft sich die Besatzung. Nach der Arbeit lernt man sich kennen und erzählt von den Erfahrungen vergangener Flüge. Am Check-in und dann geht's. Alle sind weg. Und dann siehst du niemanden mehr. Wenn man so einen Ort hat wie hier, wo wirklich klar ist, es kommen alle, du kannst auch mal hingehen, auch wenn du nicht genau weißt, gab es einen Zeitpunkt oder nicht, du kommst hin, die sind alle da. Also es ist so ein bisschen unverbindlich, ne? Erstens nur einfacher, weil man ja
man kommt gemeinsam an, macht meistens eine Uhrzeit aus und sagt, okay, wir treffen uns, wer da ist, ist da. Und wer dann am ersten Abend schon fehlt, hat in der Regel wenig Möglichkeit, dann am zweiten Abend irgendwie anhängen zu können. Jetzt wird Buenos Aires erkundet. Von den Anstrengungen des Fluges ist nicht mehr viel zu spüren. Gerade die gemeinsamen Erkundungen der Fremde sind für die Erholung der Crew unverzichtbar. Unverzichtbar in Argentinien, Steak. Geheimtipps werden von Crew zu Crew weitergegeben und liebgewonnen. Jedes Mal, wenn ich nach Buenos Aires komme, muss ich an einem Tag hierher kommen. Das ist einfach so ein bisschen so, ja, die Heimat oder so. Einmal hierher, man kennt die Leute, man weiß, was einen erwartet. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Urlaubsstimmung. Oder vielmehr Klassenfahrt. Man lernt sich kennen, erholt sich gemeinsam und isst sich dabei durch die Weltgeschichte. Ansonsten Fleisch ist hier top. Ich esse auch sehr gerne Indisch, also ich esse eigentlich überall gerne auf der Welt. Polizeieinsatz neben dem Steakhouse. Doch Berührungsängste für Flugbegleiter ein Fremdwort. Neue Kontakte werden schnell geknüpft zu Mensch und Tier. Feierstimmung statt Katzenjammer. Am nächsten Morgen Sightseeing mit dem Taxi durch Buenos Aires. Jetzt gibt Pilotin Ricarda Tammerle die Kontrolle ab und erkennt Parallelen zu Passagieren mit Flugangst. Ich bin einmal mit ein paar Mädels Skifahren gewesen und das waren Dreitürer. Und da saß ich so hinten drin, hatte nicht mal eine Tür, wo ich jederzeit hätte rausgehen können. Das war dann schon ein beklemmendes Gefühl. Und da kann ich das dann nachvollziehen, wenn Passagiere vielleicht Flugangst haben, weil sie eingeschlossen sind und nicht selber entscheiden können, wann sie das Flugzeug verlassen können. Aber hier fühle ich mich jetzt wohl. Hier wird auch jetzt nicht so viel gehupt und hektisch gefahren wie in Indien. Das ist schön hier doch, das geht. Kürzere Pausen am Zielort? Dann könnte sich die Crew nicht so von einem Marathonflug erholen. Neue Eindrücke verdrängen den Fliegerstress. Ich finde es einfach Erholung und immer das Schönste in einer fremden Stadt, einfach durch die Gegend zu gehen und dann lernt man am meisten auch über die Stadt kennen. Finde ich das Beste. Einfach immer laufen und beobachten, was es hier so gibt. Zu sehen gibt's in Buenos Aires genug und zu shoppen. Ob Filmklassiker oder klassische Küchenmaschinen. Ich glaube, wenn ich das jetzt kaufen würde, dann wird mein Kapitän sich beschweren, so ein Riesenschneidegerät hier. Der Schneidekoloss bleibt in Argentinien, ab der argentinischen Volksheldin Evita Perón. Hier hat die Crew genug Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Doch das ist nicht immer so. Hier haben wir jetzt über 48 Stunden Zeit. Das ist ein ganzer Tag heute und da kann man schon was unternehmen. Ansonsten haben wir oft auch nur 24 Stunden Zeit. Das nutzt man meistens dann so ein bisschen zur eigenen Erholung. Die 48 Stunden sind rum, es geht wieder zurück. Zwischen Fernweh und Heimweh, gemischte Gefühle bei der Crew. So, geht jetzt nach Hause, freut man sich? Ja, ich werde noch ein bisschen da geblieben, aber zu Hause ist auch schön. Ricardo, wie sieht's bei dir aus? Ich freue mich jetzt wieder auf zu Hause. Obwohl es sehr, sehr schön hier war, jetzt erstmal einen langen Nachtflug zurück. Und dann ein schönes Wochenende. Vor der Crew der 747 liegen wieder 13 Stunden in der Luft. Vom Hotel in Buenos Aires bis zum eigenen Bett in Frankfurt sind es sogar gut 16 Stunden. Einchecken und Sicherheitskontrolle, da muss jeder durch, auch die Crew. Wieder im Cockpit, kein Urlaubsfeeling mehr. Der Jumbo will gebändigt werden. Über 70 Meter lang, 352 Passagiere und 375 Tonnen Startgewicht. Flug LH-511 ist ready for takeoff. Über 100.000 PS sind nötig, um den Jumbo in die Luft zu kriegen. Die 352 Passagiere wollen umsorgt werden. Take-off für die Kabinencrew. Als Starter gibt's Nüsschen. Bei einem solch langen Flug ist jedoch eins am wichtigsten: Flüssigkeit. Und auch wenn es verlockend ist, um auf Kopfschmerzen zu verzichten, sollte über den Wolken alkoholfrei getrunken werden.
Leichter gesagt als getan. Ja, ne? Zur Feier des Tages, genau. Ja, danke schön. Man muss ja immer was zelebrieren, nicht wahr? Ja. Zum Wohl. Zweieinhalbtausend Meter Kabinendruck, öffnet sich die Poren der Haut, das Wasser verdunstet, man merkt es nicht, weil man nicht schweißgebadet ist und man trocknet sehr schnell aus. Das merkt man eigentlich erst im Nachhinein, wenn man Kopfschmerzen bekommt. Deswegen, man sagt immer so 0,2 Liter alle, jede Viertelstunde. Das ist natürlich schwer einzuhalten, aber man versucht es. Hochbetrieb auch in der Galley, wie die Küche im Flugzeug heißt. 352 Mahlzeiten müssen zeitgleich fertig sein. Chef hier im Ring ist die sogenannte Galley-Maus. Auch wenn der Flug noch 12 Stunden dauert, aufs Essen warten will niemand. Für die Crew ist das Essen nicht mehr verlockend. Wir haben ja immer das Flugzeugessen und meistens isst man schon vorher was. Ich brauche mal dringend eine Flasche Sekt. So werden an Bord Problemchen gelöst. Die Stimmung muss ja auch noch 12 Stunden halten. Keine Zeit für schlechte Laune. Wer das Essen nicht gerade verschläft, der hat die Wahl, Hähnchen oder Pasta. Wer weiter hinten sitzt, hat jedoch oft Pech. Erfahrungen eines Vielfliegers. Was man auch sagen muss, wenn man so hinten sitzt, dass normalerweise man keine Wahl hat. Weil die Lufthansa irgendwie so nach 50-50 rechnet. Und wenn dann im vorderen Teil irgendwie sowas bevorzugt wird, dann kommt hier nur der Rest an. Wer auf Nummer sicher gehen will, bestellt vor Abflug ein Spezialmenü. Das ist das Koscher. Das ist alles versiegelt. Von einem Rabbiner extra zertifiziert. Dann haben wir hier Diabetiker-Essen. Da kommt gleich noch das Heiße drauf. Extra mit Süßstoff. Vielflieger Thomas hat Glück. Seine Wahl gibt's auch noch in Reihe 53. Und von wem gäbe es bessere Tipps, einen solch langen Flug rumzubekommen, als von einem Vielflieger mit Hundstatus? Menschen, die quasi im Flieger leben. Und dann ist sehr wichtig, dass man schläft. Also ich glaube, die Flüge kann man am besten überstehen, wenn man so viel schlafen, wenn man einfach viel schlafen kann. Ja, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, man kommt so langsam mit der Zeit einfach in Übung, dass man dann sofort einschläft. Also bei mir ist es so, automatisch, wenn der Flieger hochgeht, klickt hier was im Kopf und ich schlafe sofort ein. Einfach trainieren und es macht Klick. In der Business Class gibt's noch Porzellan auf dem Tisch. Aber das hilft auch nicht gegen Schlaflosigkeit, denn nicht bei jedem macht es einfach Klick. Nein, ich schlafe schlecht. Also ich habe meinen Laptop mit, ich komme jetzt von einer Reise und präpariere noch Bilder oder gucke einen Film und ab und zu schlafe ich auch ein. Oder man versucht es mit dem Geist der Traube, der einen in den Schlaf dämmern lässt. Das Beste ist eigentlich, 2-3 gute Gläser Rotwein zu trinken, sowas hilft immer. Der Service ist erledigt. Wer schlafen kann, verschläft den Überflug über Brasilien. Auch Purser Tony hat jetzt endlich Pause. Ich gehe da mal schlafen. Ganz hinten im Flieger sind die Kojen der Kabinencrew. Zweier Ruheraum für die Purser, die Chefs der Kabinenbesatzung. Für die Kollegen geht's rauf. Kuschelig wie Bienenwaben im Sechserkämmerchen. Doch Nachtruhe trifft's nicht wirklich. Bitte? Tut mir leid. Ich sagte, es ist auch relativ laut da drin. Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Und dann trotzdem schlafen. Ja, das auf jeden Fall. Man gewöhnt sich an das monotone Geräusch. Gute Nacht, schlaf auch. ATC Message confirm, Ether at Kudos. Ricarda Tammele fliegt durch die Nacht. Vor der Pause kommt noch das Wetter. So, ich habe Recife hier auf der Fixpage drauf und da ist das Wetter ganz gut. Nochmal anschauen. Und morgens unsere Ankunftszeit, nachdem wir landen, wird es richtig mühig mit 45 Knoten in Frankfurt. Das ist dann, wenn ich schon schlafe. Genau. Hofft man. So, was geht hier ab? Sturm in Frankfurt, hoffentlich erst nach der Landung. Wachwechsel im Cockpit. Und gut geschlafen. Ist irgendwie kurz gewesen jetzt, ne? Es war kurz. Es war ganz schön rum.
Naja. Muss ich auch noch nicht schlafen, aber gut. Da will man nicht so sein. Also. Ich kann mich halt nur schlafen lassen. Ja, ja, klar. Wir sind hier zwei Atlantico. Und die Atlantico ist ja so hoch mal eingeflogen. Wir wollen 350 getestet. Briefing, bevor es in die Koje geht. Sebastian Buchberger fliegt mit Sergio De Witt die nächsten 2 Stunden über den Atlantik. Ricarda Tammerle darf schlafen. Viel Spaß. Genieß die Pause, ja. Ja, mach ich. Die eine zu wach zum Schlafen, der andere noch müde. Harter Alltag bei Nachtflügen. Ich bin jetzt viel zu wach. Es müde dann blöd. Nacht. Ja. Ja, ich brauche jetzt noch einen Moment zu wach werden, aber ich bin jetzt ein bisschen müder als vorher. War doch eine recht kurze Pause, dadurch, dass wir die aufgeteilt haben. Aber hat gut getan. Jetzt so langsam, wo die Kräfte zurückkommen, jetzt geht's so langsam. Mit der Zeit gewöhnt man sich so ein bisschen an diese Schichtarbeit. So langsam werde ich jetzt auch wieder fit, obwohl wir ja in Deutschland 3 Uhr morgens haben. Und das ist okay. Und wenn das, gerade wenn man mit netten Kollegen unterwegs ist, geht die Zeit so schön sagt wie im Flug hoch. Und wieder. Der Sonnenaufgang verspricht baldigen Feierabend. Die Wüstenlandschaften Afrikas und das Atlasgebirge Nordafrikas läuten den Endspurt ein. Noch 4 Stunden bis Frankfurt. Von jetzt an ohne Pause. Auch im Cockpit. Croissants und Marmelade. Und Frankfurt zum Greifen nah. Kann man jetzt von so einer Art Endspurt sprechen? Ja, ich hatte eben schon festgestellt, dass wir jetzt noch 1:20 haben. Und jetzt, ab jetzt geht es so relativ schnell. Jetzt werden wir noch gleich Nizza sehen, Mailand, Stuttgart und es geht jetzt immer schneller. Landevorbereitungen beginnen. Nach 5 Tagen des Buenos Aires-Umlaufs bald zu Hause. Genug vom Fernweg. Nee, jetzt nach so einem langen Flug, man freut sich dann einfach jetzt auch irgendwann endlich zu Hause zu sein. Jeder von uns wird erstmal so 2-3 Stunden sich ins Bett legen und natürlich hat man als Erinnerung diesen schönen Umlauf mit netten Kollegen. Es war ja auch wunderschön in Buenos Aires, aber irgendwann ist mal Schluss und dann möchte man dann auch wieder ein bisschen seinen Feierabend genießen können. Warning until 2000 surface wind southwest 20 maximal. Das Wetter nicht vielversprechend. Es wird nur ein bisschen windig im Anflug, beziehungsweise im Verlauf des Tages wird der Wind zunehmen. Und wir werden in der Gegend um Frankfurt herum auch Sturmböen haben. Eine wackelige Landung steht bevor. Der Sturm ist entgegen dem Wetterbericht vor dem Flieger in Frankfurt angekommen. Nach 13 Stunden in der Luft noch einmal höchste Konzentration. Die knapp 300 Tonnen der 747 werden von den Sturmböen hin und her geschaukelt. Der Pilot muss gegensteuern. Zu Hause. Noch wenige Meter bis zum Feierabend, während es für die Kollegen jetzt erst losgeht. Nach diesem anstrengenden Flug gibt's für die Crew nur noch eine Traumdestination. Einfahren, essen, ab ins Bett. Genau in der Reihenfolge. Die Crew hat jetzt 4 Tage Pause, bevor sie wieder ran muss. Mit anderen Kollegen, anderem Flieger und anderem Ziel. Nonstop durch die Luft. Tag und Nacht. Nonstop durch die Luft. Tag und Nacht.